Die Jagd nach verborgenen Schätzen. Auf Deutschlands Schrottplätzen herrscht Goldgräberstimmung. Ausschlachten bis zur letzten Schraube. Das ist ja das Schöne, dass man bei so einem alten Auto das noch selber machen kann. Man braucht ohne Computer. Schrott ist kein Abfall mehr, sondern wertvoller Rohstoff für die Stahlindustrie. Egal, wo er herkommt und was er einmal war. Nur der Materialwert zählt. Alles wird verwertet. Wenn ich mir so einen Haufen anschaue, dann sehe ich als allererstes, ist es schredderbar und ist da eine Wertschöpfung drin für mich. Was die einen nicht mehr brauchen, ist für die anderen noch bares Geld wert. Die Bergung alter Rostbarkeiten. Ein Knochenjob. Die muss man jetzt in einem Stück runterkriegen. Da ist das Problem an der Sache. Norderstedt bei Hamburg. Hier befindet sich Deutschlands größter Autoverwerter, die Firma Kiso. Auf 70.000 Quadratmetern liegen und lagern bis zu 3.000 Autowracks. Zum Ausschlachten, zum Basteln und zum Entsorgen. Viele der Autowracks kommen von Abschleppunternehmen oder den eigenen Aufkäufern, die in ganz Norddeutschland Nachschub aufgabeln. Diesen Fiat Seicento bringt einer der hier festangestellten Lkw-Fahrer. Für den Kleinwagen hat die letzte Stunde geschlagen. Um das klarzumachen, wird die Fahrgestellnummer entfernt. Das ist ein Unfallfahrzeug, der kommt vom ADAC direkt. Da hat der Kunde bei uns angerufen, dass wir ihn abholen wollen. Der Verwertungsprozess beginnt sofort. Zunächst geht es in die Demontage. Hier entfernen die Mechaniker alles, was umweltschädlich ist. Erster Akt, eine Amputation. Das ist eine Maschine zum Katschneiden. Selbst ein defekter Katalysator bringt noch 50 Euro ein, denn er enthält wertvolles Edelmetall. Eine Spezialfirma holt später die Katalysatoren ab, trennt die Metalle und verkauft sie weiter. Als nächstes bauen die Mechaniker Kariman Arslanov und Sami Ayama die Batterie aus. Sie enthält hochgiftige Säuren. Wenn sie nicht mehr funktioniert, ist sie Sondermüll. Sollte sie noch Spannung haben, hat sie eine Zukunft. Ist gut. Der geht vorne. Mit gebrauchten Batterien lassen sich noch gute Geschäfte machen. Manche Leute kaufen die gebrauchte Batterie, die funktionieren noch gut. Manche Autos kommen mit neuer Batterie, aber weil es schon drin ist, gebrochen. Ne? Dann testen wir, wenn es noch gut ist, dann bringen wir nach vorne. Bei dem Unfallfahrzeug hat der Airbag schon ausgelöst. Das heißt, haben wir weniger Arbeit. Denn die Mechaniker können sich Ausbau und die Sprengung sparen. Reifen und Felgen sind im Kfz-Schrotthandel gewinnbringende Ersatzteile. Je nach Zustand allerdings. Die gute kann man in Deutschland fahren, dann packen wir hier zum Verkaufen. Aber die Felge geht zum Schrott. Denn die sind verzogen und damit nicht mehr verkehrstauglich. Was die Schrottplatzmitarbeiter nicht mehr gebrauchen können, landet auf dem Selbstbedienungsplatz. Bis zu 600 Bastler und Schnäppchenjäger zieht es täglich hierher. Doch die Teile, die man sucht, suchen oft auch andere. Achsteile für ein Audi Quattro. Und die scheinen begehrt zu sein. Wir haben so ziemlich alles durch. Leider erfolglos. Wir gucken weiter. Geduld aber zahlt sich aus, denn ständig kommen wieder neue Fahrzeuge. 4000 Schrottautos sind es pro Jahr. Gefragt sind hier vor allem gängige deutsche Marken. Erstmal zwei Kotflügel ausgebaut. Und jetzt baue ich die Scheibenwischermotor aus. Das ist für VW Polo 6N1. Auf dem Platz sind die Autos bereits nach Marken und Typen sortiert. Die meisten Bastler tummeln sich in der Golfreihe. Diese beiden suchen Schlauchleitungen für einen Golf 3, die zum Zündverteiler führen. Das ist ja das Schöne, dass man bei so einem alten Auto das noch selber machen kann. Man braucht ohne Computer. Ne? So, und den brauchen wir hier. Ja, und den kleinen noch. Ja, bitte schon. Ne, den anderen, den, der eingerissen war. Das ist der. Das ist auch nicht doch schlau, ja. Ne? Ja, und der andere auch. Sicher. Ach so, den meinst du, ja. Am Ende aber müssen alle mit ihren Schätzen an der Kasse vorbei. Selbst Ausbauer sparen 25 bis 50% gegenüber den Gebrauchteilen aus dem Lager.
Zurück bei der Demontage des Fiat Seicento. Nun geht es ans Trockenlegen. Dafür kommt das Auto auf eine Bühne. Alle Flüssigkeiten müssen raus. Zuerst das Öl. Doch hier sitzt der Verschluss fest. Maschine. Offenbar ist die gesamte Ölwanne verzogen. Wenn ich ein normales Auto, das geht ruckzuck. Ja, schon klar. Aber wenn ich jetzt umfahre, das heißt, müssen wir mit Gewalt machen. So, komm. Machen wir Öl keine kaputt. Komm. Es läuft. Das Öl gelangt in einen Sammeltank. Den holt später eine Firma ab, um das Öl wieder aufzubereiten. So, gehen wir jetzt hoch. Karimann pumpt nun die Bremsflüssigkeit ab. Währenddessen entfernt Kollege Sami das Benzin. Der Aderlass geschieht mit Hilfe eines Spezialbohrers, der gleichzeitig den Kraftstoff absaugt. Was im Auffangbehälter landet, ist manchmal mehr wert als das Schrottauto. Ein paar Liter drin, 7-8 Liter ist drin. Sauberes Benzin geht in die Tanks von Autos von Gebrauchtwagen, die wiederverkauft werden. Jedes Schrottauto enthält im Durchschnitt noch 20 Liter Flüssigkeiten. Alle gehen zum Entsorgen oder Wiederaufbereiten an Spezialfirmen. Der Fiat Seicento ist trockengelegt. Bis auf Reifen und Batterie gibt es für die Autoverwerter nichts mehr zu holen. Nun kann das Auto zu den anderen 3000 Wracks auf den SB-Platz, wo Bastler es weiter ausschlachten dürfen. Ortswechsel. Essen. Einsatz für die Schrottprofis. Markus Metzler und seine Mitarbeiter auf der Jagd nach Altmetall. Erster Auftrag heute, eine Garagenentrümpelung. Hallo. Wir wollen uns einmal die Garage angucken. Die Kundin hat die Schrottprofis kurzfristig bestellt. Auf den ersten Blick ein lukrativer Auftrag. Überall liegt wertvolles Altmetall und alles soll raus. Olli, auch was links, rechts in die Regale hinten drin ist. Alles raus. Ja, dann sind wir halt schöne Sachen drin, so Schätze, ne? Stöbern. Stöbern, genau. Man ist gespannt, was jetzt kommt. Man macht die Kiste auf, guckt rein. Ja. Genau. Ü-Ei. Es ist auch schwer, an Schrott zu kommen, auf ehrliche Art. Und da ist schon mal, wenn so weit kommt, ist man echt froh. Schon außergewöhnlich. Hier lagern vor allem Autoersatzteile. Gesammelt vom Bruder der Auftraggeberin. Das wurde der Frau aber zu bunt. Deshalb bestellte sie kurzerhand den Schrotthändler. Ich dachte, da kommt jetzt so ein kleines schmuddeliges Männchen. Aber ist ja gar nicht, ne? Junges Team eingespielt. Perfekt. Ja, finde ich super, lieben Äußerungen. Hört man gerne. Ist genau das eigentlich, was wir erreichen wollen. Von diesem Schmuddel-Image wegkommen. Wer in der Branche sauber arbeiten will, muss jede Menge Genehmigungen vorweisen und Abfallgesetze beachten. Motorenflüssigkeiten sind umweltschädlich und gelten daher als Sondermüll. Die Schrotthändler lassen deshalb lieber die Finger davon. Der Motor, war der ohne Öl oder? Der müsste sonst dürfen wir nicht mitnehmen. Ja, der ist sehr gut. Ja, wir dürfen Öl, also wenn da jetzt Öl drin ist und dann läuft aus unterwegs, dann machen wir uns strafbar. Ich glaube, so viel Geld kann ich gar nicht verdienen, weil ich da bezahlen müsste. Markus Metzler und Kollege Oliver Wolke sind gewerblich gemeldete Schrotthändler. Und damit schon fast Exoten. Denn viele ihrer Konkurrenten fahren ohne Genehmigung durch die Straßen und schnappen ihnen die Aufträge weg. Die meisten sind Osteuropäer. Da kommt einer. Da kommt einer. Das sind unsere Freunde. Da sind sie. Ja, das sind die, die unser Geschäft kaputt machen. Die Konkurrenz. Schwarz hier hinkommen, einkassieren und tschüss. Und dann den Rest, den sie die brauchen, weg. Jeder Tag, den man die sieht, ärgert mich. Der eine ist jetzt gerade weg, kommt direkt der nächste. Klar werde ich wütend. Vor allem hier, ich habe ja mit dem Olli zusammen diese ganzen Genehmigungen alle gemacht. Muss mir den auch von der Stadt auch genehmigen lassen. Ich brauche im Prinzip Nachweis, dass ich Erfahrung habe im Schrottgeschäft, jahrelang. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass die jetzt hier Schrott fahren, überhaupt diese Erfahrung haben. Ja, ärgern ist gut, Markus. Ne? Im Endeffekt, wenn die irgendwelche Kacke drauf haben, ist das, was dann irgendwo in der Gebüsche liegt. Ne? Sind wir doch mal ehrlich. Doch die Stadt kann nicht viel gegen Illegale tun. Nur wer in Flagranti erwischt wird, zahlt ein Bußgeld oder bekommt Gewerbeverbot.
Auch die Kundin hatte mit illegalen Händlern Kontakt. Doch die wollten ihren Schrott nicht. Es geht ihnen einfach nicht ums Einsammeln, sondern es muss schon richtig Geld bringen. Sonst nehmen sie es nicht mit. Boah, Wahnsinn. Das war alles in meiner Garage? Jawohl, ja. Okay, da ich ja jetzt nichts dafür haben will, Herr Metzler, könnten Sie mal gucken, dass Sie vielleicht in Gegenleistung hier noch was von mir mitnehmen? Na klar. Es wartet noch eine Entrümpelung. Da oben ist auch noch allerhand Zeugs, was ich gerne loswerden möchte. Müssen wir uns nur mal kurz die Leiter holen, dass Sie sich das mal anschauen? Statt Geld für ihren Metallschrott zu verlangen, spannt sie die drei noch schnell als Müllmänner ein. Gehört, finde ich, eigentlich dazu. Weil das ist ja, man kann ja nicht nur halt Auto voll, ne, und die Leute haben nichts verdient. Oder ich weiß selber nicht, was ich jetzt dafür bekomme. Und da ist halt, ich finde das halt auch fair, dass wir halt so eine Gegenleistung bringen. Kunststoffteile, Kartons, Kisten und wertlose Bleche. Das bringt nichts ein, sondern kostet nur Zeit und Geld. Rund 40 Euro für das Entsorgen auf dem Recyclinghof. Ja, das war's. Ja, super. Schönen Dank. Alles aufgeladen. Ja, super. Dankeschön. Ich wünsche euch ein gutes Geschäft. Ja, ich hoffe, ihr macht ein bisschen Gewinn mit dem Wagen. Ja, hoffe ich auch. Und ich bin froh, dass alles ganz schnell unkompliziert vonstatten ging. Und ich werde euch weiterempfehlen. Ja, super. Dankeschön. Um aus dem Metallmüll noch etwas Kapital zu schlagen, steuern Markus Metzler und seine Kollegen einen Metallgroßhandel in Essen an. Maßgeblich für den Verdienst ist das Ladegewicht. Insgesamt haben sie diesmal 2100 Kilo Mischschrott dabei. Beim derzeitigen Preis von 80 Euro pro Tonne macht das einen Verdienst von 168 Euro. Ein eng kalkuliertes Geschäft. Das ganze Schrottgeschäft bleibt ein ewiger Kampf. Aber wir werden nicht aufgeben und das ist halt unsere Welt. Nach Abzug aller Unkosten bleiben Markus Metzler rund 1000 Euro im Monat zum Leben. Wer als Schrottsammler über die Runden kommen will, braucht am Tag mehrere Kunden. Auch der nächste Auftrag führt zu einem Privatkunden. Diesmal sollen Markus Metzler und sein Mitarbeiter Markus Liebe einen Hinterhof entrümpeln. Ach, da seid ihr ja. Moin. Morgen. Alles klar? Ja, Sie selbst? Dann machen wir mal. Die Schrottprofis haben ein geschultes Auge für verschiedene Metallsorten. Am meisten bringt Kupfer mit 3 Euro pro Kilo. Kabel bringen 80 Cent. Aluminium und Edelstahl 50. Hier ist es ein Gemisch aus allem. Und sieht das denn gut aus? Ja, soweit ganz gut. Der Auftraggeber ist Stammkunde. Er wohnt hier mit seiner Großfamilie und muss immer mal wieder sein Haus von Gerümpel befreien. Die kommen, nehmen das mit und ich habe keine Arbeit. Um seine monatlichen Fixkosten von 3.500 Euro zu decken, muss Schrottsammler Markus Metzler alles sammeln, was er kriegen kann. Doch die gesetzlichen Auflagen machen den Schrottsammlern das Leben zunehmend schwer. Elektrogeräte zum Beispiel dürfen sie nicht mehr mitnehmen. Da war ein Problem. Was ist denn damit? Die dürfen wir nicht mitnehmen. Wieso? Deswegen habe ich euch doch gerufen. Ja, die Stadt hat uns verboten, privat Elektroschrott abzuholen. Also wir können den normalen Schrott abholen, aber alles, wo ein Stecker dran ist, dürfen wir nicht mitnehmen. Ja, dann können wir den Stecker abschneiden. Nee, er ist ja trotzdem Elektro. Da bleibt der Elektro. Hier, alles, wo ein Stecker dran ist. Kabel. Ja, das hätten wir doch von hier abschneiden können. Ja, aber das Gerät ist ja Elektro. Da bleibt er trotzdem Elektro. Ja, aber ich bleib doch wieder darauf. Ich habe euch doch deswegen gerufen. Ich bleib doch wieder darauf sitzen. Ja, das ist das Einzige, was ich habe das doch immer mitgenommen. Das Fahrrad kommt mit. Der Elektroschrott bleibt zurück, denn den lässt die Stadt selbst abholen. Also die Stadt selber, ich denke mal, die möchte mit dem Elektroschrott Geld verdienen. Und deswegen wird uns dann untersagt. Ist natürlich für uns auch doof, wenn wir zum Kunden kommen, wir nehmen alles mit und lassen die Elektrogeräte stehen. Da haben wir jeden Tag mit zu kämpfen. Die Leute verstehen das einfach nicht. Und viele Kunden sagen auch, entweder nimmst du alles mit oder bleibt alles hier. Ja, ich hoffe, dass der Termin schnell klappt bei der Stadt. Aber ich hoffe es auch. Ja. Sorry. Tschüss. Hier in Essen müssen Privatkunden oft wochenlang auf einen städtischen Entsorger warten. Nur wer drauf zahlt, bekommt einen Expresstermin. Allerdings muss man die Sachen selbst bis zum LKW schleppen oder nochmals draufzahlen. Die Folge: immer mehr wilde Müllkippen. Ich kann das auf eine Art verstehen. Die Leute wollen ihren Schrott schnell und billig loswerden. Wir dürfen das nicht mehr. Und die Stadt ist dafür zuständig, aber die können halt nicht kurzfristige Termine machen.
Seit Schrottsammler keine Elektronik mehr aufladen dürfen, werden die Privataufträge weniger. Zum Glück wartet später noch ein gewerblicher Auftrag. Duisburg. Mitten im größten Binnenhafen der Welt liegt die Schrottinsel. Europas größter Schrottplatz misst 133.000 Quadratmeter. Das entspricht 19 Fußballfeldern. Der Schrott kommt per LKW, per Schiff oder Bahn. Bis zu 40.000 Tonnen jeden Monat. Von der demontierten Chemieanlage über Stahlträger, Autos bis hin zur Fahrradfelge. Ralf Schubert ist als Platzmeister verantwortlich für alles, was auf dem Gelände passiert. Was auf den ersten Blick wie eine chaotische Abladekippe aussieht, entpuppt sich aber als gut sortiertes Materiallager. Da kann man schon sagen, das ist wie eine Apotheke. Wir haben die einzelnen Schrottsorten, da gibt es etliche von. Die haben wir schön voneinander getrennt, die Qualitäten, dass wir entsprechend der Anforderungen von Stahlwerken auch die entsprechenden Sorten verladen. Nahezu im Minutentakt kommen neue Schrottladungen. Bis zu 1.000 Tonnen jeden Tag. Schubert muss prüfen, dass wirklich auch die Sorte geliefert wird, die deklariert wurde. Eine böse Absicht möchte ich keinem unterstellen, aber manchmal sieht der Kunde seine Ware doch ein bisschen schöner, als ich sie sehe. Dieser LKW bringt Elektrogeräte, sogenannte weiße Ware. Dazu Bleche und Computergehäuse. Alle Geräte wurden bereits ausgeschlachtet. Hier landen die Gehäuse. Allerdings ist auch einiges dazwischen, was kein Metallschrott ist. Wenn die Lieferung unsauber ist oder das Metall nicht der angegebenen Qualität entspricht, droht dem Händler eine Abstufung und damit weniger Geld. Einiges an Kunststoff mit drin, aber nicht unbedingt der Rede wert. Ich würde sagen, jetzt hier bin ich eigentlich mit der Qualität recht zufrieden. Auch wenn es unter den ausgeschlachteten Geräten Dinge gibt, die man wohl eher auf einer Müllkippe vermutet. Das ist kein Schwerschrott. Da kann man also keine Sorte 3 für ein Stahlwerk draus machen. Aber es geht somit durch den Schredder. Die Drähte werden halt von dem Rest getrennt. Und da wird dann auch ein Produkt draus, was auch wieder im Stahlwerk landet. Der Händler bringt noch eine zweite Lieferung. Nochmal rund 12 Tonnen ausgeschlachtete Geräte. Das Material gilt als sogenanntes Schredder-Vormaterial. Das heißt, das Metall darf bis zu 4 mm dick sein und leichte Anhaftungen von Fremdstoffen wie Plastik oder Keramik haben. Wo die Geräte einst in Gebrauch waren und warum sie nun so enden müssen, all das zählt für Ralf Schubert nicht. Ihm geht es nur um die Materialqualität. Wenn ich mir so einen Haufen anschaue, dann sehe ich, als allererstes ist es schredderbar. Als zweites ist da eine Wertschöpfung drin für mich. Und als drittes, wie viel Schmutz ist dabei? Und die drei Kriterien, das ist die Brille, die ich dabei aufsetze, wenn ich mir das anschaue. Die beiden LKW-Fuhren werden gleich verarbeitet. Der riesige Spinnenbagger transportiert den Schrott zum Förderband. Er kann bis zu 12 Tonnen Gewicht heben. Nun geht es für die Geräte auf die letzte Reise, Richtung Schredder. Die 10 Meter hohe Anlage ist das Herzstück der Schrottinsel. Unermüdlich fördert das Laufband Nachschub, der im Schlund des Schredders landet. Im Inneren steckt ein 4000 PS starker Rotor. Er verschlingt bis zu 600 Tonnen Schrott am Tag. Die Maschine kann nur am Monitor überwacht werden und ist innen menschenleer. Denn beim Schreddern entstehen Splitter, die wie Gewehrkugeln durch die Gegend schießen. Die immensen Kräfte des Schredders lässt dieses Ersatzteil erahnen. Eine Art Fleischwolf für Metall. Ausgestattet mit 14 Hämmern. Der 60 Tonnen schwere Rotor reißt bei 450 Umdrehungen pro Minute das Metall in Stücke. Dabei entsteht Reibungshitze von bis zu 600 Grad. Die löst weitgehend den Lack. Den beim Schreddern entstandenen Staub saugt die Anlage ab. Die Abluft wird gefiltert. Alle Teile, die den Schredder verlassen, werden dann von einem Magnetsystem getrennt. Der unmagnetische Anteil ist ein Gemisch aus Plastik, Gummi und Edelmetall. Es macht nur etwa 8% des Endprodukts aus. Das Gemisch geht an Spezialfirmen, die es aufwendig trennen und weiterverkaufen. Das magnetische Material ist Stahl und das eigentliche Endprodukt. Zum Schluss machen die Mitarbeiter noch eine Sichtkontrolle. Elektronikreste oder Fremdstoffe kommen raus.
Ebenso alles, was Hohlräume hat oder länger ist als 50 cm. War zu lang. Novidad, das Schwerteil. Die größten Stahlteile werden später nochmals verarbeitet. Edelmetalle und Plastik gehen an Fremdfirmen. Was schließlich als Endprodukt vom Band rieselt, ist sogenannter Schredderschrott. Hier wird er auf ein Binnenschiff verladen, das ihn ins Stahlwerk bringt. Dort dient er als Beimischung bei der Stahlschmelze. Ein Binnenschiff kann zwischen 1.000 und 3.000 Tonnen Schrott aufnehmen. Viele fahren von Duisburg über den Rhein bis Rotterdam. Dort wird der Schrott weltweit verschifft. Auf dem Gelände gibt es noch einen zweiten Schredder. Er verarbeitet sogenannten Neuschrott, verzinkte Bleche, Stanzreste aus der Automobilindustrie. Der Schredder arbeitet mit einem 1600 PS starken Elektromotor. Da es nichts zu trennen gibt, zerkleinert er das Material nur und presst es zu kugelartigen Körpern, sogenanntem Kühlschrott. Er dient dazu, im Stahlwerk die Stahlsuppe herunterzukühlen. Dabei lösen sich die Kugeln auf wie Würfelzucker. Hier auf der Schrottinsel wird aber auch hochwertiger Schwerschrott verarbeitet. Dazu später mehr. Zurück in Norderstedt bei Hamburg. Bastler, die bei Deutschlands größtem Autoverwerter nach Ersatzteilen suchen, können sich ein Autowrack in die Werkstatthalle bringen lassen. Auf Wunsch hilft ein Mitarbeiter beim Ausschlachten. Mechaniker Ali soll einen Stoßdämpfer aus diesem alten Mercedes 200 ausbauen. Sein Kunde? Ein Österreicher auf der Durchreise nach Norwegen. Er hatte zunächst versucht, den Stoßdämpfer direkt bei Mercedes zu bekommen. Kriegt man nicht mehr. Ich hätte geglaubt, dass die das noch produzieren, aber machen die nicht mehr. Letzte Hoffnung, Schrottplatz. Der ehemalige Besitzer war offenbar Comicsammler. Die Hefte scheinen besser in Schuss als der 200er Kombi. Das Wrack rottet offenbar schon jahrelang auf dem Schrottplatz vor sich hin. Ali muss zunächst mal den Zugang zu den Stoßdämpfern finden. Bei Aufträgen, die weniger als 10 Minuten dauern, arbeiten die Mechaniker kostenlos. Doch das sieht nach einer längeren Prozedur aus. Ja, festgerostet. So lange steht, ne? Deswegen. Und plus Oldtimer, ne? Oldtimer geht schnell raus. Sind alt genug. Ali muss versuchen, sowohl vom Unterboden als auch vom Innenraum zu dem Stoßdämpfer vorzudringen, ohne ihn dabei zu beschädigen. Doch das Metall des Benz ist zwar alt und rostig, doch an einigen Stellen noch äußerst zäh. Deutsche Perle. Die deutsche Perle will den Stoßdämpfer partout nicht freigeben. Nur, dass er wo angeschraubt ist, das brauche ich. Doch dem Stoßdämpfer samt Verbindungsstück ist noch die Hydraulik im Weg. Ich kenne mich auch nicht so aus, aber da geht eine Leitung, also eine Hydraulikleitung, und die muss ich jetzt losmachen, dass er den Stoßdämpfer runterkriegt. Hoffe ich. Jetzt hilft nur noch rohe Gewalt. Eine schwere Geburt, aber Operation gelungen. Und obendrauf gibt's noch ein unbeschädigtes Verbindungsstück. Nimmst du den auch mit? Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch nicht runtergemacht. Nimm Sicherheit mit. Ich habe noch nicht runtergemacht. Nimm Sicherheit mit. Ja. Aber ist dieses Teil noch verkehrstauglich? Ob sich die Arbeit gelohnt hat, soll ein Test zeigen. Dazu versiegelt Ali die Öffnung für Hydraulikflüssigkeit. Wenn nichts leckt, ist alles okay. Ist trocken. Weil so ein Stoßdämpfer nicht mehr gebaut wird, hat die Mercedes-Werkstatt eine kostspielige Empfehlung abgegeben. Die haben mir empfohlen, dass ich ihn umbaue auf andere Stoßdämpfer. Jetzt habe ich das Teil. Aber kommt man hier wirklich so günstig davon? Die Preise für Ersatzteile machen nicht die Mechaniker, sondern die Mitarbeiter an der Kasse. Die begutachten die Ware und ermitteln dann den Wert. Hallo. Der Stoßdämpfer, easy Oldtimer, ne?
Mercedes. Aber das ist Niveau-Dämpfer, ne? Niveau-Dämpfer. 3x50 Euro kann ich da machen? Machen wir 15 der Service. Und 15 Service? Ja, ja, ist okay. 15. Mach mir sowas. Ja. Bauen Sie mir den anderen auch so? Auch, ich komme im September wieder runter. Hab ich gesagt, ne? Ja, ja. Aber jetzt habe ich momentan keine Zeit, um das geht's mir. Also. Bei 65 Euro für Ersatzteil und Ausbau hat der Kunde Blut geleckt. Doch er muss dringend die Fähre nach Skandinavien erwischen. Also wird der Kauf des zweiten Stoßdämpfers auf die Rückreise vertagt. Der Abstecher nach Norderstedt hat sich auf jeden Fall rentiert. Okay, ich bedanke mich. Gerne. Dankeschön. Tschüss. Wiederschauen. Wer sein Auto loswerden will, kann es auch selbst beim größten Autoverwerter Deutschlands vorbeibringen. Ist das Auto für das Personal noch brauchbar, gibt es zumindest die Abmeldung gratis. Moin. Moin. Hi. Ich wollte meine Möbel loswerden. Dein Schätzchen wolltest du abgeben. Genau. Hast du Papiere dabei? Ja. Audi sind hier gefragt. Dass dieser hier bereits 20 Jahre alt ist, 250.000 Kilometer auf dem Buckel hat und zahlreiche Dellen aufweist, spielt dabei keine Rolle. Bei dem Auto spendiere ich dir die Abmeldung. Alles klar, vielen Dank. Ja, dann gehen wir rein. Freut mich. Ja, gut. Aber vielleicht ist ja noch mehr drin. Kundengespräche sind Chefsache. Tim Kieso leitet den Familienbetrieb in dritter Generation. Auch Brüder und Cousins arbeiten mit. Sein Kunde heute ist froh, dass ihm überhaupt noch jemand das Auto abnimmt. Über den TÜV kriege ich ihn wahrscheinlich nicht mehr. Also gleich an Akta, bevor man viel investiert. Zum Schluss gibt es hier sogar eine Art Kaufvertrag. Denn der Audi bringt noch Geld ein. Einmal ein Dorf mit unterschreiben. Und einmal ein bisschen Essensgeld. Zu den Freunden noch mal ein bisschen zum Essen einladen. 25 Euro für die Abmeldung gespart und sogar noch 50 Euro bekommen. Geld ist Geld und jetzt ist die Möhre weg. Und jetzt sollen sie ihre Sachen damit machen, die sie machen wollen. Und dann für mich bin ich jetzt durch. Ich hau jetzt ab, hol mir mal Neues und fertig bin ich damit. Nicht jeder zieht hier so ab. Für manche bedeutet der Abschied vom treuen Lebensbegleiter einen emotionalen Einschnitt. Ja, bei einem jungen Mann oder einer jungen Frau, wenn das erste Auto vielleicht 5 Jahre gehabt, kommt auch nicht mehr über den TÜV, dann rollt schon mal eine Träne. Das gibt es jeden Tag, ja. Ist das Auto erstmal in den Händen der Verwerter, gibt es kein Zurück mehr. Martin Bratke entscheidet, welche Teile noch ausgebaut werden. Dazu begutachtet er jeden Tag die neu eingetroffenen Autos und legt die Reihenfolge für die Demontage fest. Bei Fahrzeugen, wo die Scheibe defekt ist oder sowas, die will ich so schnell wie möglich zerlegen, bevor es 18 Mal geregnet hat. Dass ich zum einen die Fahrzeuge nehme, wo wir dringend Teile brauchen, und die Fahrzeuge, die eventuell schlechter werden durch die Zeit, dass die auch so schnell wie möglich reinkommen. Das erste Auto heute, dieser VW Up eines Pizzadienstes. Nur 5 Jahre alt und für Bratke daher ein sehr lukrativer Ersatzteilspender. Allerdings soll es ein Unfallfahrzeug sein. Also ich weiß nicht, wo er drüber gefahren ist. Irgendwas hat er hier vorne zerstört, aber sonst ist er ja fast komplett heil. Ist eine Menge dran. Jedes Auto hat einen Motor- und Getriebecode. Dort sind alle Daten hinterlegt, die Bratt gebraucht, um die Motorenteile für den Verkauf zu erfassen. Aber in diesem Auto gibt es für seinen Mechaniker noch mehr auszuschlachten. In dem Fall ist es alles. Ich brauche also nichts schreiben. Ich sage einfach, baue alles aus. Ja. Und dann der normale Werdegang. Einen 5 Jahre alten VW bekommt man nicht alle Tage. Da fällt der Auftragszettel länger aus. Ja, Ali, hier hast du deinen Laufzettel, ich habe schon alles eingetragen. Ausbauen kannst du alles. Ich habe nichts aufgeschrieben. Danke. Ja? Danke. Es wartet eine Menge Arbeit. Zurück in Essen. Schrottsammler Markus Metzler und seine Mitstreiter auf dem Weg zu einer ehemaligen Metzgerei. Die drei sollen hier schwere Maschinen entsorgen. Zunächst verschaffen sie sich einen Überblick. Ja, ich würde sagen, fangen wir erstmal mit den losen Teilen an und dann arbeiten wir uns an den großen vor, oder? Ja. Bei größeren Aufträgen tut man sich schon mal mit anderen Einzelkämpfern zusammen. Gemeinsam sind wir stark und dadurch können wir auch mehr schaffen als ich alleine mit meinem Angestellten, Markus und seinen Angestellten. Somit sind wir ein großes Team und können große Sachen auch abdecken. Als Vermieter von Gewerberäumen ist der Auftraggeber sogar verpflichtet, zertifizierte Schrotthändler mit der Entsorgung zu beauftragen. Doch für ihn waren eher praktische Gründe entscheidend.
wollte mir auch die Arbeit sparen. Und warum soll ich das Ding dann nach vorne schleppen, wo die auch die Jungs dann abholen und vernünftig ordnungsgemäß entsorgen? Doch alles können die drei ihrem Kunden nicht abnehmen. Oh, Entschuldige. Im Endeffekt, die Feuerlöscher, die müssen wir leider hier lassen. Weil die auf dem Schrottplatz, wenn die mit der Spinne geknackt werden, ist alles weiß und kriegen wir höllischen Ärger und muss gesondert entsorgt werden. Wusste ich auch nicht, dass das nicht zu Schrott gehört. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich dann ordnungsgemäß irgendwo woanders Feuerlöscher entsorge. Da muss ich dann jetzt wieder raussuchen. Ist wieder mit Arbeit gebunden. Wäre mir lieber, wenn Sie mitgenommen hätten. Der Feuerlöscher muss zu einer Brandschutzfirma. Elektroschrott von Privatkunden abzuholen ist verboten. Hier aber ist Mitnehmen erlaubt. Das ist aber gewerblich und da haben wir eine Freigabe drüber. Firmentechnisch dürfen wir ohne weiteres alles, was ein Stecker hat, aufladen. Der Ursprung, das macht die Musik heutzutage. Gewerblich oder privat? Ich sag mal, allgemein ist das Quatsch. Hier ist Stecker dran, aber ist aus der Firma. Wir dürfen es mitnehmen. Eine Waschmaschine zum Beispiel privat dürfen wir nicht mitnehmen. Ärgert uns selbst. Aber was wollen wir machen? So sind die Gesetze. Das Entsorgen des Gewerbemülls müssen die Schrotthändler penibel dokumentieren. Unregelmäßigkeiten fallen sofort auf. Bei Privatkunden gibt es dagegen keine Protokollpflicht. Denn da übernimmt die Stadt einen Großteil der Entsorgung selbst. Die Gewerbekunden werden immer wichtiger, weil wir ja, sag ich mal, einen Riegel vorgeschoben kriegen mit den Privaten. Und auf Dauer sind wir eigentlich jetzt, sag ich mal, immer mehr von den Gewerbekunden abhängig. Sonst würden wir wirklich auf der Strecke bleiben. Dann wird da nicht mehr so viel anfallen, dass das auf jeden Fall für unsere Existenz auf jeden Fall gefährden wird. Die Schrottpreise sind schon länger im Keller. Zwischen 80 und 110 Euro pro Tonne. Je nach Sorte und Qualität. Jawohl. So, jetzt da, wieder runter. Nö, alles super. Geht, ja? Ja. Es gab Zeiten, da gab es für eine Tonne Altmetall bis zu 250 Euro. Da hat sich das Schleppen noch richtig gelohnt. Halt. Viele Kunden wollen für ihren Müll sogar noch Geld haben. Denn es hat sich herumgesprochen, dass altes Metall noch wertvoll ist. Ja, was sind wir denn schuldig, Chef? Sie sind gar nicht schuldig. Ich bin nichts arm. Ihr wart pünktlich. Und ihr wart so schnell. Alles hat gut geklappt. Also so weit haben wir selten und freuen uns aber auch riesig drüber. Und vielen Dank nochmal. Dankeschön. Frohes Schaffen und tschüss. Danke nochmal. Tschüss. Insgesamt 900 Kilo. Die bringen auf dem Schrottplatz rund 80 Euro ein. Die Masse macht's. Wer sich über Wasser halten will, muss deshalb jeden Auftrag annehmen. Jetzt kommen zwei Heizkörper. Die Frau hat gestern bei mir angerufen. Das Problem ist, die sind wohl super schwer. Und die hatten vorher einen Schrotthändler, der hat das nicht geschafft. Ja, ich habe ja gesagt, kein Problem. 300 Kilogramm schwere Gussheizkörper warten auf die Schrottsammler. Hört sich nach einem guten Geschäft an. Die Kundin steht unter Druck. Weil die Wärmegeräte im Weg sind, stockt ihre Renovierung. Da hatten wir schon mal jemanden hier, der hat die bis hier geschafft. Da haben wir abgebrochen. Jawohl, ja. Sieht ja schon mal schwer aus. Gussmann. Wären die Heizkörper nicht so schwer, hätten die Eheleute sie einfach vor die Tür gestellt. Irgendein fliegender Schrotthändler hätte sie sich schon unter den Nagel gerissen. Alles andere, was wir so im Schrott haben, da haben wir draußen an der Porn hingestellt. Und ehe man sich versah, war weg. Also ich kenne das nicht, dass man so einen Schrotthändler anrufen muss, dass die dann kommen und das mitnehmen. Dabei ist es eigentlich verboten, Schrott auf die Straße zu stellen. Die drei suchen noch nach der richtigen Tragetechnik. Die muss man jetzt in einem Stück runterkriegen. Da ist das Problem an der Sache. Und vor allem ist das Treppenhaus ziemlich eng. Ja. Aber wir kriegen das hin. Gemeinsam sind wir stark. Genau. So, pass auf, ich gehe nach vorne. Mhm. Ihr beide hinten. Mhm. Nun hilft nur noch beten, dass sich die 300 Kilo nicht plötzlich selbstständig machen. Wirklich Angst hat dabei, was passiert, dass da irgendjemand drunter liegt gleich. Erschlagen wird von diesen schweren Heizkörpern. Also, oh nee, das ist nicht so meins. So eine 300 Kilo schwere gusseiserne Heizung bringt gerade mal 40 Euro Erlös. Nicht nur an Heizkörpern haben die Schrotthändler schwer zu tragen. Für ihr Geschäft benötigen sie jede Menge kostspielige Genehmigungen. Also alles, was ich brauche, habe ich immer an Bord. Also ich habe jetzt insgesamt um die 3000 Euro bezahlt. Mit allem drum und dran. Also mit Stempel von der Stadt,
Paragraph 18, Paragraph 54, 53. Also wenn ich in eine Kontrolle komme, dauert ja meistens so eine Viertelstunde, bis die Polizei sich durchgelesen hat. Der kostspielige Papierkram erschwert das Geschäft noch zusätzlich. Um zu überleben, müssen Markus Metzler und seine Kollegen alles sammeln, was sie in die Finger kriegen. Ja, ich hoffe, Sie waren zufrieden mit uns. Also ich bin total begeistert. Wirklich. Ja, so muss das sein, ne? Lukrativ ist das Kleinkundengeschäft nicht mehr. Zu groß die Konkurrenz, zu verworren die Gesetze, zu aufwendig die Bürokratie. Ein paar Kilometer weiter westlich in Duisburg. Platzmeister von Europas größtem Schrottplatz ist Ralf Schubert. Bei ihm landen Metalle von Rohstoffhändlern, Recyclinghöfen und Demontierfirmen. Dieser LKW hat schwere Metallteile geladen. Doch bevor er sie hier abkippen darf, schaut sich der Platzmeister die Ladung genau an. Sein erster Eindruck: zwiespältig. Hier ist mir der Schrott ein bisschen zu dünn dafür, das ist zu dick. Wir laufen jetzt einfach mal vor, dann fahren wir mal hinterher. Lass ruhig auf. Wenn rausfällt, fällt raus. Hier darf der LKW nicht abkippen, denn die Qualität der Ladung ist besser als vermutet. Das wäre mir zu schade, das mit dem Dünnen wegzuschneiden. Ja? Da sind wir beim Schwerschrott, im Bereich Schwerschrott. Und dann nehme ich das auf die Seite, wo auch der Schwerschrott gekippt wird. Um Preise gefeilscht wird hier nicht mehr. Die haben die beteiligten Unternehmen immer schon im Vorfeld ausgehandelt. Dieser Schrott nennt sich Heavy Metal Scraddle und ist die hochwertigste Sorte. Reiner Stahl ohne Anhaftungen. Ankaufspreis zwischen 150 und 170 Euro pro Tonne. Ja, richtig erkennen kann ich jetzt nicht, ob es eine Brücke ist oder eine Kranbahn oder. Aber es ist auf jeden Fall ein schwerer Trägerschrott, entspricht also den Angaben des Kunden. Hör mal, danke, du kannst liegen fahren, ne? Die Preise für Schrott sind gekoppelt an die Gegebenheiten internationaler Märkte. Sie können stark schwanken, manchmal binnen weniger Tage um 40 Euro pro Tonne. Es kommt darauf an, im richtigen Moment einzukaufen und dann zu verkaufen, wenn die Nachfrage am höchsten ist. Mancher hat sich am Schrott schon verhoben. Der Schwerschrott landet in dieser Maschine, der stationären Großschere. Sie kann ihn mit Hilfe dieses Messers auf jede gewünschte Länge schneiden. Vorher wird das Metall mit Hilfe der Seitenverdichter, im Jargon Flipper genannt, mit jeweils 350 Bar auf die Breite von 1,50 Meter zusammengedrückt. Dann kommt ein Vorschubkolben und drückt das zerknautschte Material Richtung Messer. Wir schieben hier momentan mit 80 Bar den Vorschub nach vorne. Und dann geht der Stampfer nach oben, das Messer nach oben, schiebt die 50 cm nach vorne und wird dann abgetrennt, das Material. Mit der Kraft von 1250 Tonnen schneidet das Messer den Stahl in 40 cm lange Teilstücke. Pro Tag verarbeitet die Maschine bis zu 900 Tonnen. Was für die stationäre Schere zu sperrig ist, kommt in die riesigen Klauen der Baggerschere. Hier zerkleinert sie ausrangierte Güterwaggons. Allein der Scherenkopf wiegt 7,5 Tonnen. Mit der Kraft von 900 Tonnen beißt die Schere zu. Etwa alle 4 Wochen bekommt sie neue Messer. Der Maschinenführer muss beim Zerkleinern alle Hohlräume im Metall aufschneiden. Denn dort könnte es Luft- oder Wassereinschlüsse geben, die bei der Schmelze im Stahlwerk zu Explosionen führen würden. Am Ende wird der tonnenschwere Stahl nochmal zusammengefaltet wie Papier. Lange lagert nichts auf Europas größtem Schrottplatz. Damit Schrott hier wieder zum Rohstoff wird, sind rund 70 Mitarbeiter immer damit beschäftigt, ihn zu analysieren, zu trennen, wieder aufzubereiten und zu verladen. Alle 4 Wochen wird der Lagerbestand einmal komplett ausgetauscht. Einige Stahlwerke verarbeiten nur noch Schrott. Man kann ihn nahezu verlustfrei einschmelzen. Und die Verarbeitung ist umweltfreundlicher.
Beim Einschmelzen einer Tonne Stahlschrott spart man rund 650 Kilogramm Kohle, eine Tonne CO2 und anderthalb Tonnen Eisenerz. Der Markt für Stahlschrott ist ein globaler Markt. Schrott aus Duisburg landet zum Beispiel auch in der Türkei oder den USA. Hier zerteilen die Mitarbeiter mit Schneidbrennern weitere Industrieabfälle. Diese Rotorantriebswellen sind zu sperrig für Schredder oder Schere. Die Teile sollen deshalb unter dieser Brennhaube weiterverarbeitet werden. Doch dafür sind die Teile noch zu groß. Um sie dort platzieren zu können, muss Platzmeister Ralf Schubert sie zunächst mal grob zerteilen. Um die ins Stahlwerk zu bringen, müssen die im Chargiermaß sein, was heißt 50 cm mal 50 cm und maximal 150 cm Länge. Für die Brennhaube dürfen die Teilstücke nicht mehr als eine Tonne wiegen. So zerkleinert werden sie mit Hilfe dieses gigantischen Magneten gehoben. Der Magnet hält sogar Gewicht von bis zu 10 Tonnen. Doch solche Schrottteile würden nicht unter die Brennhaube passen. Beim Brennen entstehen giftige Stäube und Dämpfe. Unter der Brennhaube aber kann die Abluft abgesaugt und gefiltert werden. Am Ende gehen die Rotorwellen zu 1,50 Meter langen Teilstücken zerkleinert auf Reisen ins Stahlwerk. Mit der Bahn ist eine Ladung Schienen eingetroffen. Transportiert werden sie auf 120 Meter langen Spezialwaggons, sogenannten Langschieneneinheiten. Die Schienen stammen aus einem Gleisrückbau der Bahn. Um sie bewegen zu können, müssen die Männer sie zunächst zu 20 Meter langen Strängen brennen. Denn das ist die Länge, die die Krantraverse noch anheben kann. Der Hafenkran schafft bis zu 15 Tonnen Gewicht. Hier auf Europas größtem Schrottplatz werden auch die Schienen in 1,50 Meter lange Teilstücke zerkleinert und auf Changiermaß gebracht, damit auch sie später wieder eingeschmolzen werden können. Zurück bei Deutschlands größtem Autoverwerter in Norderstedt bei Hamburg. Bevor ein Mechaniker gleich diesen 5 Jahre alten VW ab ausschlachtet, testet der Montageleiter Martin Bratke erstmal, ob das Unfallfahrzeug noch anspringt. Doch die Zündung macht keinen Mucks. Sein Mechaniker Ali muss es jetzt richten. Alles, was noch funktioniert, soll in den Verkauf. Die Frage ist nur, was hier noch funktioniert. Ich habe Kahlriemen abgebaut, weil die Lichtmaschine ist defekt. Die Lichtmaschine ist hin. Vielleicht aber sind die Räder noch brauchbar. Jeweils 25 Euro für Reifen und Felgen könnten sich noch erzielen lassen, wenn sie gut erhalten sind. Der ist schon durch. Das kann man nicht verbrauchen. Felgen vielleicht, Felgen. Reifen nicht. Die Reifen gehen zum Recycler statt in den Verkauf. Und auch die Bremsscheiben sehen schon ramponiert aus. Ali schwant bei dem vermeintlichen Ersatzteilspender nichts Gutes. Wir sehen jetzt 50%. Im Front ab, dann siehst du alles. Was kaputt, was. Erst beim Zerlegen der gesamten Front kommt ans Licht, was bei dem Unfallfahrzeug noch alles hinüber ist. Und schnell wird klar, so lukrativ, wie sein Chef vermutet hat, scheint der 5 Jahre alte VW ab dann doch nicht zu sein. Die Frage ist eher, ob hier überhaupt noch etwas funktioniert. Guck mal, Scheinwerferhalterung hinten defekt. Eine. Dann dürfen wir nicht verkaufen. Teile muss 100% heil sein. Nicht eine Halter gebrochen und sowas, nein. Bei dem Unfall muss es richtig gekracht haben. Wo Ali auch hinlangt, alles kaputt. Statt Ersatzteilen fördert er bloß immer weiteren Schrott zutage. Lichtmaschine, Motorhalter, Ansaugbrücke, ja, defekt, Ölfilter und Antriebswelle defekt. Das lohnt sich nicht. Also, zu viele Teile kaputt. Ist die ganze Arbeit etwa umsonst? Oder findet sich hier doch noch etwas, woraus sich Kapital schlagen lässt? Die Mitarbeiter in der Demontage haben es vor allem auf Karosserie und Motorenteile abgesehen.
Lichtmaschinen, Antriebswellen, Anlasser, Beleuchtungsanlagen, Autorückbau im Akkord. Wir bauen aus, wir kontrollieren, soweit es uns möglich ist, und dann schreiben wir dir die Ketten dazu und die Preise machen die vorne. Mittlerweile hat Deutschlands größter Schrottplatz auch einen Online-Shop mit weltweitem Versand. Nach dem Ausbau und Erfassen gehen alle brauchbaren Teile ins Lager. Es besteht aus zwei Hallen und Freiflächen auf 2500 Quadratmetern. Hier gibt es rund 40.000 Ersatzteile, vor allem von den bekannten Automaten. Direkt am Lager befindet sich der Verkaufsraum. Wir brauchen einige Teile von einem Ford Galaxy. Mhm. Was für ein Baujahr? Baujahr 2004. Jedes Teil lässt sich über das Archivierungssystem schnell auffinden. Ersatzteile von hier sind zwischen 25% und 50% teurer, als wenn man sie sich draußen selber ausbaut. Wir lagern nicht den sogenannten Tüdelkram ein. Das sind so Kleinteile wie hier mal ein Haken oder eine Sonnenblende oder sonst irgendwas. Für Reifen gibt es eine eigene Verkaufsstelle. Bis zu 1000 Stück lagern hier. Zuerst werden alle brauchbaren Räder zerlegt und begutachtet, dann Felgen und Reifen nach Typ, Breite und Zustand sortiert. Die guten Reifen sind für den heimischen Markt, die weniger guten für den Export. Dieses Reifen ist statt hier Baujahr 2015. Ja. Und Profil ist 6-7 mm. Das ist gut von Deutschland. Reifen, die schon älter sind, aber noch ein gutes Profil haben, gehen ins Ausland. In einigen Ecken der Welt spielen Herstellungsjahr und Profiltiefe nur eine untergeordnete Rolle. Dort ist man schon zufrieden, wenn das Auto überhaupt noch Reifen hat. In Afrika, sie fahren mit Schlauch. Was gar nicht mehr auf die Straße kann, geht an externe Entsorger. Zurück in der Demontagehalle beim VW Up, dem vermeintlichen Ersatzteilspender. Mechaniker Ali hat das Auto noch nicht aufgegeben. Vielleicht funktioniert ja hier doch noch irgendetwas. Erstmal starten. Motor starten. Wenn der Motor anspringt, hätte sich die Mühe noch gelohnt. Da wäre es sogar zu verschmerzen, dass die Front ansonsten komplett hinüber ist. Siehst du, Ölfilter defekt. Aber läuft. Die Umweltplakette gibt es so aber noch nicht. Also braucht man einen neuen Ölfilter und neues Öl. Alles wegen Unfall. Nächster Startversuch. Noch läuft der Motor ziemlich unrund. Aber das liegt nur an der defekten Ansaugbrücke. Die wird provisorisch mit Klebeband repariert. Immerhin, der Motor, er funktioniert. Ohne Kühlwasser will Ali den Funktionstest aber nicht überstrapazieren. So reicht erstmal. Dieser Motor hat noch eine Zukunft und landet irgendwann wieder in einem anderen Auto. Die ausgeschlachteten Karossen hingegen landen später bei den verschiedensten Metallverwertern, die daraus wieder neuen Rohstoff machen. Dort heißt es dann, jedes Kilo zählt.